Herzlich willkommen zum nächsten Part von Pokémon Legenden Arceus. Und heute machen wir uns auf den Weg zu Suzuki. Und ich bin mal gespannt, was der dann sagt. Doch, wie gesagt, das Mikrofon ist okay. Ich habe mal die letzten Aufnahmen angehört und das ist ein bisschen, finde ich, für mich ein bisschen mehr. Sag mal, wie er das findet, ob das für die momentane Situation okay ist. Das lässt sich leider momentan nicht ändern. Es könnte sein, dass sich das demnächst sogar ein bisschen schlechter anhört. Weil ich nämlich dann in die neue Wohnung gehe ab Montag. Ja, ab Sonntag sogar schon. Und von da dann aufnehmen werde den Rest. Und da steht noch nicht so viel Möbel in meinem Zimmer. Das könnte sein, dass es dann ein bisschen schallt. Ich versuche das irgendwie zu umgehen. Versuche das mal dann auf jeden Fall zu gucken, dass ich ja halt das nicht so schlimm dann rüberbringe im Stream. Oder also was heißt im Stream? Im Video. Aber lasst es mich auf jeden Fall gerne in der Kommentare wissen, ob das mittlerweile so okay ist. Das ändert sich auf jeden Fall demnächst wieder. Sobald ich dann wirklich in meinem Zimmer bin und mein Internet dann wieder da ist. Und dann funktioniert das alles schon wieder. So, wo müssen wir denn hin? Nach da hinten. Dann gehen wir doch dahin. Ja, wie gesagt, lasst mich das gerne wissen. So, des Weiteren habt ihr jetzt bestimmt auch das Spiel mal anspielen können. Es würde mich mal interessieren. Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie gefällt euch eigentlich das Spiel? Hat es sich gelohnt für euch, das zu kaufen? Hat es sich eher nicht gelohnt zu kaufen? Wie seht ihr das? Ich muss halt ehrlich sagen, ich finde, es hat halt echt gute Ansätze. Es macht auch echt Bock. Grafisch, wie gesagt, kann man halt meckern. Ich finde, es geht. An manchen Stellen sieht das echt hübsch aus. An manchen Stellen ist es dann wiederum ein bisschen mehr. Aber Gameplay. Das war für mich sowieso schon immer mehr wert als die Grafik. Und da muss ich sagen, da haben sie auf jeden Fall was gemacht. Die haben auch die Attacken viel besser aussehen lassen. Ich weiß nicht, ob ich das mir einbilde. Aber lasst uns da gerne mal diskutieren in den Kommentaren. Das wäre mega cool. Wie ihr das findet. Ich bin da komplett offen. Ich bin da keine Partei irgendwie von wegen, ich mag's oder mag's nicht. Das ist Geschmackssache. Und das dürft ihr gerne bei mir auslassen. Solange ihr euch nicht streitet, ist das vollkommen okay. Weil ich muss sagen, mir gefällt's. Und ich habe meinen Spaß auf jeden Fall dran. Also ich habe das bis jetzt noch nicht bereut. Oh. Außer dass mein Igelava tot ist. Das habe ich bereut. Und wir keine Beleber haben. Naja. Ich hoffe, wir kriegen jetzt wenigstens wieder die wiederbelebt. Na, sieh mal einer an. Wenn da Nichiro ist. So sieht man sich wieder. Was ich hier so treibe, ich befinde mich gerade auf fröhlicher Tafeljagd. Wie läuft die Sammlerei denn bei dir? Och, na ja. Nicht nur ein tüchtiger Sammler, sondern auch furchtbar bescheiden. Dabei hast du schon 4 Tafeln. Du hältst jedes Mal eine Tafel, wenn du einen König oder eine Königin bezwingst oder wenn dir ein Pokémon erlaubt, auf ihm zu reiten. Dabei muss ich wirklich an den Helden der Vorzeit denken. Was soll gegen das ehrwürdige Sinnoh gekämpft haben, weißt du? Das ist halt wirklich so ein bisschen an Zelda angelehnt, das merkt man immer wieder. Aber eines verstehe ich noch gar nicht. Das heißt, dem Helden der Vorzeit seien 10 Pokémon gefolgt, die allesamt ihre Kraft zum ehrwürdigen Sinnoh erhalten hätten. Warum haben sie sich dann gemeinsam mit dem Helden gegen das ehrwürdige Sinnoh gestellt? Vielleicht lässt sich das Rätsel ja lösen, wenn man alle Tafeln sammelt. Ich würde also vorschlagen, dass wir uns beide beim Sammeln so richtig ins Zeug legen. Doch sei dabei ja vorsichtig. Denn was würde ich ohne meinen liebsten Kunden machen? Ich finde, der hat aber auch eine schöne Rüstung an. So, wir müssen zu dem Haus. Da soll der Suzuki drin wohnen. Oh, ein Besucher. Ich komme sofort. Nur einen kleinen Augenblick. Oh, ich habe jetzt gedacht, er wäre etwas kleiner. Ich bin Suzuki vom Diamant-Clan. Sieht aus wie Krillin. Okay, nee, kann nicht sein. Der hat eine Nase. Ein Mitglied der Galaktik-Expedition, das eine Elysienflöte dabei hat. Dann musst du Shinichiro sein. Warum bist du hier? Habe ich irgendwas Falsches gemacht? Nein. Überraschende Besuche sind nicht gut für mein Herz. Bitte kündige das nächste Mal bitte an. Also, weswegen bist du denn hier? Ich muss zum Feuerspeiensel. Du willst also auf die Feuerspeiensel. Wenn das so ist, empfehle ich dir, Salamagnis mit seiner Lieblingsspeise zu füttern. Damit solltest du seine Sympathie gewinnen können.
Aber sie herzustellen können ein klitzekleines bisschen schwierig werden. Sehr schwierig sogar. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es absolut und vollkommen unmöglich ist. Warum das denn? Ich will dir erklären, was ich meine. Die Zutaten habe ich da, aber der nächste Schritt ist für mich einfach zu viel. Dieses Pokémon, das man bei Dunkelheit fangen muss. Erzähl mir mehr. Du willst das wisch echt wissen? Bist du etwa lebensmüde? Na gut, es ist Wirklop. Puh, ich kriege es schon mit der Angst zu tun, wenn ich seinen Namen anspreche. Den Zutaten musst du damit Zwickups Fensteraura die richtige Würze verleihen. So wird es aus ihnen die Speise Salmagnis, das es so liebt. Alles klar. Die Leute von der Galaktikexpedition kennt ja wirklich keine Furcht. Das ist regelrecht furchteinflößend. Wirklop ist ein einäugiges Pokémon, das sich nachts im schaurigen Weltwald herumtreibt. Auf der Karte sieht das Gebiet des Weltwaldes wie eine Hand aus. Das Schiffswrack dort sollte ein guter Orientierungspunkt sein. Mit Zyklus kenne ich mich sehr gut aus, damit ich ihm immer aus dem Weg gehen kann. Hey, möchtest du hier warten, bis es dunkel wird und sich das Pokémon zeigt? Ja. Na schön. Cool, also ein Zwirklopp ist jetzt unser nächster Gegner. Und den müssen wir dann scheinbar fangen. So, wir haben Dunkel. Dann reden wir nochmal mit dem. Hast du es dabei? Ach so, ich muss jetzt erstmal hin. Gut, dann gehen wir mal gucken. An das Schiffswrack da hinten müssen wir uns halten. Hier. Hier ist auch eine Mission. Hey du, ist dir zufälligerweise Yorichi vom Bautrupp über den Weg gelaufen? Nicht, dass ich wüsste. Mensch, wo ist der bloß hingegangen? Würdest du mir eventuell bei der Suche helfen? Ich warte ein Stück weit davon auf dich. Komm bitte vorbei, sobald du Zeit hast. Ja. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal zu dem Schiff, bevor es wieder hell wird. Da ist eine Kugel. Die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe irgendwie voll Bock auf einen Shiny Bammelin, weißt du? Und guck jedes Mal, ob ich am Wasser einen Bammelin finde. Hier ist zwar eins, aber nicht in Shiny. Aber da hätte ich mega Lust. Ich finde, Bammelin ist eins der cooleren Pokémon. So, da vorne ist das Schiffswrack. Da müsste sich Zwirklopp irgendwo aufhalten, ne? Da ist ein Zwir. Den brauchen wir. Das ist Zwirklub? Nee, Quatsch. Zwirklub ist ja. Oh, Scheiße. Wir gehen weiter. Da ist ein Zwirklub. Ernsthaft. Wir müssen ein Pokémon werfen. Oh, wir haben nichts Gutes. Wünscht mir Glück, Leute. Es sind so viele Pokémon, die gegen mich kämpfen. Wir machen mal ein schnelles, ein starkes Sternschauer. Er ist noch eine Level 38. Ach, stimmt, der ist ein Geist. Normale Attacken zählen da nicht. Mist. Ich versuche es einfach direkt zu fangen mit dem Superball. So gut bin ich. Ich bin schon so gut wie tot. Ganz ehrlich. Wir haben einen Superball, komm. Vielleicht haben wir Glück. Ja! Sehr nice. Dann können wir abhauen. Magieflamme. Wobei ich bin am überlegen, den Zwirfins, oder wie heißt es, Zwielicht mitzunehmen. Es tut mir so leid, dass ihr sterben müsst. My friends.
Wir fliehen einfach. Egal, geh weiter. Sonst wird es zu gefährlich. Wir müssen weg. Wir müssen das ein andermal fangen. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen Heal. Ich hoffe, wir kriegen vorne bei dem nochmal einen. Oh, Enteron! Noch viel Batman. Jetzt, wo wir endlich Enteron hätten kriegen können. Na egal, es geschieht uns recht. Das geschieht uns recht. Wir haben jetzt aber dennoch Zwirklops. So, wir müssen wieder zu dem hin. Gut, dann reiten wir da hin. Was war das denn? Okay, die Katze. Ich hab grad gedacht, das wäre was anderes gewesen. Muss jedes Mal gucken, dass es kein Shiny Griffel ist, weil die rosa sind. So, wir dürfen auf jeden Fall dann geheilt sein jetzt. Ey, hast du es dabei? Hier ist das Zwirklop. Das hast du dabei, lass es bloß nicht raus. Gut, mal sehen. Wenn du so entschlossen bist, auf Salmagnis Rücken zur Feuerspeinsel zu schwimmen, werde ich meinen Teil dazu beitragen müssen. Normalerweise lasse ich mir an dieser Stelle von Rana helfen, oder besser gesagt von ihrem Fukano. Doch diesmal musst du aushelfen, schließlich willst du dann Salmagnis ja anerkannt werden. Wenn ich dir das Zeichen gebe, lässt du das Pokémon die Attacke Finsteraura einsetzen. Alles klar. Drei. Zwei. Ich habe einfach zu viel Angst. Jetzt reicht's aber. Na gut, das 110 hat mich noch nervöser gemacht. Am besten, wir legen einfach gleichzeitig los. Und los. Ein köstlicher Duft breitet sich aus. Salmagnis Lieblingsspeise ist fertig. Cool. Thüringer Klöße oder Salmagnis Klöße, die mag er gern. Das Aroma perfekt, die Form auch perfekt. Besser hätte das Salmagnis Kloß nicht werden können. Dann sollten wir uns nun zum Kingkrusch dran aufmachen, wie Salmagnis auf uns wartet. Gut. Falls ihr eben so ein Brutt oder die ganze Zeit im Hintergrund hört, das ist meine Katze, nicht wundern. Die ist rollisch. Aber die hat jetzt das auch bald hinter sich. Nächsten Monat geht die jetzt auch, dann wird sie sterilisiert. So lange muss ich das jetzt leider noch ein bisschen ertragen. Die ist halt ein Papa-Kind, sagen wir mal. Und die kommt gern zu mir. Was nicht schlimm ist, was ich ja sogar ganz gut finde. Und deswegen ist er halt immer bei mir. Ich habe schon auf dich gewartet, Zenichiro. Hallo Suzuki. Urana, es ist nicht schlecht, wenn wir zusammen gesehen werden. Ichiro wird uns schon nicht verraten. Außerdem wollten mein Fukan und ich Salmagnis so gerne mal wiedersehen. Wie du meinst, dann werde ich Salmagnis jetzt rufen. Ja, ich finde, die hätten sich halt da mehr Töne einfallen lassen können, bin ich ganz ehrlich. Aber was ist denn ein Salmagnis? Also ein hübsches Ding ist es schon. Das ist eine Chance, Zenichiro. Gib Salmagnis den Kloß. Salmagnis. Uff, Glück gehabt. Ich hatte schon befürchtet, dass es nicht auftauchen würde.
Lass mich dir noch die Melodie beibringen, mit der Silmarils rufen kannst. Das ist immer dieselbe Melodie, eigentlich brauchst du mir nichts beibringen, Krillin. Und wir haben die Wassertafel bekommen. Sehr gut. Was ein Riesenvulkano, ne? Salmagdis wird es dir ermöglichen, das stille Birinnenmeer oder Binnenmeer zu überqueren und sie die Feuerspeiinsel zu erreichen, Sinichiro. Kano! Ich gratuliere dir, Sinichiro. Uka! Rana! Ich habe dir bereits erzählt, dass der frühere König dieses Vulkans sie gerettet hat. Damals haben Suzuki und Salmagnis auch mich vor dem Tode bewahrt. Seither empfinde ich große Zuneigung für Suzuki. Doch wie du vielleicht weißt, gibt es einige, die schlecht über mich reden. Da treffe ich mich normalerweise nur mit Suzuki, wenn uns niemand dabei sieht. Ich möchte nicht, dass sein Ruf darunter leidet. Natürlich habe ich dich gerettet, Rana. Das hätte jeder an der anderen. Jeder andere doch auch so gemacht. Dein mutiger Einsatz hat mich dazu inspiriert, selbst Courage zu zeigen und Vulcano nicht gegen seinen Willen zum nächsten König zu machen. So, jetzt lassen wir das Thema lieber. Okay. Hört gut zu, wenn die große Schwester spricht, Einmischung ist unsere Pläne erlauben wir nicht. Och, jetzt kommen wieder die Damen. Gestatten ist dir, der Dorn in eurem Auge. Ich bin so stachlich, dass ich es selbst kaum glaube. Die mittlere Schwester, das bin ich. Ihr habt keine Chance, nicht gegen mich. Ich kralle mich fest, ihr werdet mich nicht los. Ephelia ist der Name, merkt euch bloß. Ich mag die jüngere Schwester sein, doch Widerstand erstickt im Keim. Mein Name ist Nessian, Talent so reich. Wer sich in die Nesseln setzt, bereut es gleich. Wir sind die Brunterbruders und wir werden im Namen des Bösen euch bestrafen. Wie Unkraut werden unsere Namen ohne Frage im eisigen Huisui-Tiefen Wurzeln schlagen. Vor euch stehen die urbeugsamen drei. Unkraut vergeht nicht, es ist vorbei. Und jetzt schnappen wir uns dieses Vulcano mit Übeltäterei. Ihr wollt euch meinen Partner schnappen? Spart euch die Scherze für eure lächerliche Vorstellungsnummer. Ganz genau. Jetzt Gengar. Was, ihr habt einen Gengar? Ich hätte aber den falschen geklaut. Vulcano gehört uns. Nur wegen der Engstirnigkeit des Diamant- und Perlclans haben wir es hier in Hisui so schwer. Wenn wir in Freiheit leben wollen, brauchen wir mächtige Pokémon. Wir werden nicht nur dafür sorgen, dass Vulcano richtig stark wird, wir werden es sogar zu einem König machen. Gehen wir zurück in unser Versteck. Dort ist es so heiß, dass uns niemand stören sollte. Was, nein, Vulcano? Oh Mann, die Tanten, ey. Die sind schlimmer als Team Rocket. Was machen wir denn jetzt in den Chiro? Das ist doch ganz und gar nicht gut, oder? Ich habe meinen Partner noch nie kämpfen lassen. Bitte, Sinchiro, du musst mein Vulcano helfen. Dieses Pokémon liegt mir sehr am Herzen. Sie haben gesagt, ihr Versteck sei in einem Ort, an dem es sie niemanden stören würde. Mir fällt ein Ort im Kobaltküstenland ein, auf den diese Beschreibung passt. Die Feuerspeiinsel. Mit Salamakes Hilfe solltest du jetzt auf die Insel schaffen. Auch ich möchte dich inständig bitten, rette Ranas Fukano. Was ein Zungenbrecher. Natürlich. Danke, vielen Dank. Wir werden auch zur Insel aufbrechen. Halt, Rana. Du solltest bei deinem kleinen Fukano bleiben und hier warten. Ich werde mit ihm zur Insel gehen. Uff, eine Insel voller Blitze und Banditen. Aber egal, ich muss es tun. Lass uns gehen, Senichiro. Ach, bezüglich Salmagnis, es kann nicht nur schwimmen, sondern auch in die Höhe springen. Und sogar zweimal hintereinander. Außerdem solltest du in der Lage sein, von seinem Rücken aus Items zu werfen. Jetzt jemand mit deiner Fähigkeit könntest du auch Bälle werfen und Pokémon fangen.
Ich muss das erstmal Mut tanken, bevor ich aufbrechen kann. Warum gehst du nicht schon mal vor? Okay. Hätte ich schon jetzt auf den Musch ans Wasser? Kann schon jetzt auf den reiten? Ah! Sobald man tief im Wasser drin ist, kommt dann das Zeichen. Kann der auch schnell schwimmen? Dreimal springen, okay. Da war doch eben gerade ein Pokémon. Hier sind nur mehrere. Okay, und schnell fahren kann er auch. Nice, gut. Gut, das soll Magnus, gefällt mir. Aber von was für ein Pokémon war das nochmal die Ableitung? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh, lol. Was greift uns denn an? Ich sehe gar nichts. Das da hinten? Das soll mir bloß im Leib bleiben. Was haben wir denn hier? War das nix? Das ist nur ein Schmerbe, oder? Nee, ein Remoraid. Oh, lol. Kann ich auch hier kämpfen? Sollte eigentlich, oder? Okay, wir haben ein Remoraid hier. Level 21. Wir versuchen mal direkt einen Pokéball zu fangen. Wir haben schon so viele Pokébälle wieder verschwendet. Autsch, Alter. Okay, da ist ein bisschen weird, dass auf dem Wasser der Ball ist. So, dann hauen wir ab. Dann haben wir wenigstens schon mal den gefangen. Da vorne ist noch was. Ist das ein Mantax? Tatsache. Nehmen wir mit. Oh. Ah, das sind Mantiaps. Da ist ein Mantax. Nehmen wir mit. Sehr nice. Das auf dem Wasser rumfahren ist doch noch irgendwie cooler. Gut, das ist halt noch gewöhnungsbedürftig mit dem Fangen auf jeden Fall. Aber sonst macht es Bock. Den haben wir auch noch nicht. Da ist es halt sehr schnell. Muss man da dazu sagen. Man ist sehr schnell auf diesem Ding. Minion haben wir noch gefangen. Sehr gut. Können wir hier eigentlich auch einen Shiggy finden? Oh, ist jetzt die Schild. Ja, nice. Ich mag dieses Pokémon. So, Versuch. Bleib drin. Lol. Da, der ist raus. Was ist hier vorne? Nochmal so eins. Komm, bleib drin. Sehr gut. Oh, wow. Sogar das da hinten ist cool. Oh, wir können uns entwickeln. Machen wir gleich. Ah, ist ein Boss. Oh lol, den kann man instant fangen, den Boss. Ja, ist klar, dass er nicht drin bleibt. Egal, wir gehen. Ich hab fast keine Bälle mehr, vor lauter jetzt. Aber was mich interessiert, warum gibt es hier keine Tentacher? Aha! Immer vom Teufel spricht. Okay, Tentox und so weiter, da kümmern wir uns später drum. Ja, nee. Keine Bälle verschwenden. Lass uns erstmal auf die Insel gehen. Da muss ich erst nur rausfinden, wie das geht, wie man die am besten fängt. So, kann ich denn schon mal wieder ein paar Bälle herstellen? Ach, und entwickeln wollten wir uns noch.
Okay, die können wir machen. Zack. Und dann holen wir uns noch einen Staraptor. Sehr schön. Hier ist kein Pokémon mehr. Gut, dann können wir weiter. Moment, wir müssen noch ein paar Sachen pflücken. Wir brauchen nämlich so langsam wieder Sachen. Die brauchen wir auch. Puh, da wären wir, die Feuerspeinsel. Hier ist es wirklich sehr heiß. Ich bin jetzt schon ein Schweiß gebadet. Und als wäre das nicht genug, gibt es hier auch noch Banditen und Gespenster. Tut mir leid, aber ich wäre dir sehr dankbar, wenn du vorgehen könntest, Nichiro. Das arme Vulcano, was soll ich ihm wohl gerade an... was sie wohl ihm gerade antun? Oh, Lava. Magma. Yo. Nein. Ernsthaft? Bleib drin! Ja, wir haben eine Magma gefangen, wie cool! Level 33 auch noch, easy! Ah, da wird ein Kleinstein nur drin sein, den lassen wir auf jeden Fall. Was ein schönes Gebiet. Und die Musik. Noch ein Magma. Haben wir denn keinen Wasser-Pokémon? Das ist ja schon bitter. Wir brauchen definitiv mal wieder ein Wasser-Pokémon. Können auch Pokémon in den Lava-Dingern drin sein? Das wäre interessant, zumal es ja auch bei Pokémon Snap und sowas gibt. Also das ist bis jetzt das Lieblingsgebiet von mir. Oh, wir sind da. Okay, ich muss mal ganz kurz was gucken. Pokébälle können wir ein bisschen herstellen. 6 Stück, besser als gar nichts. Zack. Ja, da sind wir doch. Los, entwickle dich endlich. Wir haben extra diesen Ort ausgesucht. Angeblich entwickelt sich jedes Pokémon weiter, das mutig genug ist, herzukommen. Ob es willst oder nicht, du wirst stärker werden, verstanden? Huka! Dieser Störenfried schon wieder. Ich werde mich um ihn kümmern. Los, Rexblisser. LOL! Ach, das sind die. Jetzt erinnere ich mich vom Aussehen her. Die ist auch bei Pokémon Masters drin mit einem Rexblisser. Oh mein Gott, die haben wirklich Leute aus dem Ding genommen. Ein Level noch, dann sind wir jedenfalls Tornupto. Ich würde mal ein schnelles Flammenrad mal machen. Der ist eigentlich sehr langsam, der dürfte auf jeden Fall nicht so schnell sein wie wir. Dass der trotzdem angreifen kann, das finde ich bitter. Na, knapp. Knapp vor Tornupto ist er. Du dachtest du etwa, ich würde mein armes Rexblisser bei diesem Hitze mit so voller Kraft kämpfen lassen, wa? Hat sich natürlich zurückgehalten, sonst hättest du niemals gewonnen.
Warum hast du denn überhaupt erst in den Kampf geschickt? Jetzt sind wir dran, Toxiquark. Lass sie in deinen Gift baden. Oh weh. Die finde ich cool auf jeden Fall. Und ich finde cool, dass sie auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Shiny? Nee. Sah gerade aus, als wäre es shiny. Weil es so hell war. Burn ist nice. Aber er darf nicht nochmal. Oh Mann, ey. Jedes Mal. Jetzt kommt noch eine Rauchwolke. Sehr nice. Okay, Staraptor. Direkt wechseln sollen. Das war mein Fehler. Eroas. Rebbe jetzt zur Nupto haben können. Da habe ich mich wohl selbst in die Nesseln gesetzt. Hm. Ich hab's ja schon mal gesagt. Ich habe noch eine Rechnung offen mit der Galaktik-Expedition. Den ganzen Frust, den ich verspüre, seit ich auf Kanto hierher kam, den lasse ich jetzt an dir raus. Und die hat natürlich zwei Pokémon. Ein Rizeros. Und natürlich haben wir wieder nichts dagegen. Doch Parasect. Und perfekt kommt er rein. Level 34. Ist okay. Dein Hagel ist halt scheiße, weil er ein Käfer ist. Ah, wir haben halt kein Wasser-Pokémon. Das ist so nervig. Und keine Beleber. Wir haben halt mega das Problem. Ich habe keine guten Pokémon dabei. Und wenn das schon ein Volltreffer war, machen wir einfach kein Damage. Die wechselt aus. Gegen Gengar. Und gegen Gengar haben wir überhaupt keine Probleme. Chance. Weil wir haben hier nichts. Muss wechseln. Oh, Biss. Perfekt. Klar, Hypnose kann jetzt nerven. Was es auch tut. Und dann gilt das nicht, oder was? Interessant. Würde. War meine Schuld. Wir hätten gewinnen können, den Kampf. Mega missgebaut. Nein! Wieder missgebaut. Ach, Mann. Ja, wir müssen sterben lassen. Es sei denn, wir haben ein Item. Kann man das einem besiegten Pokémon geben? Ja, ne. Da müssen wir leider coole Augen einsetzen. So, jetzt habe ich ein Problem. Gestein ist gegen beides gut. Das ist mein Problem. Wir machen einen schnellen Windstoß, damit er erstmal tot ist. Und der wird uns jetzt Probleme machen. Dass Tarnsteine direkt trifft, ist auch weird. Und hat einen Splitter jetzt drinnen.
Interesting. Boah, das mit dem Splitter ist übel. Da haben sie auf jeden Fall was umgeändert. Boah, ich finde das cool. So, Stichler, du bist meine einzige Hoffnung. Wenn du angreifen? Oh, sehr schön. Let's go. Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Und das wie knapp. Was verdient Sichler? Moment mal, wurden wir alle besiegt? Mein Schwesterherz Rex Besan ist ja Tipsy Quacks sind jetzt wieder fit. Solange aus uns die Tränke nicht ausgehen, können wir immer weiterkämpfen. Uka! Hey, was soll das, du Zwerg? Du gehst mir ganz schön auf die Nerven. Nakano! Erteile meine Lektion, Toxiquack. Tut mir leid, du wirst noch ein bisschen mehr schwitzen müssen. Rechse klar auf in den Kampf! Nicht, Vokano, du kannst nicht alle drei auf einmal besiegen. Anna, was machst du hier? Du sollst doch mit Vokano warten. Es ging nicht anders. Vokano ist einfach nicht mehr gesprungen und so ins Was? Ein Feuer-Pokémon ist zur Insel gesprungen. Wie bitte? Es fürchte das Meer durch so sehr, weil sein Vater davon verschluckt wurde? Fuka. Aru. Aru. Er entwickelt sich. Wow, Akani ist hübsch. Okay, das Horn ist ein bisschen komisch. Es hat seinen Mut bewiesen. Das Junge des verstorbenen Königs hat sich entwickelt. Es fand die Stärke, sich seinen Problem zu stellen. Darin lag die wahre Probe seines Mutes. Was passiert hier gerade? Wieso entwickelt sich dieses Pokémon jetzt? Will ja auch, dass hier irgendwas nicht stimmt? Aru. Ist es das Arceus? Oh. Lass mich raten. Holy shit, sieht das geil aus. In Gold sieht das geil aus. Holy shit. Was? Pass auf, Rana. Aru. Aru. Was passiert hier? Das ist wie bei den anderen Königen und Königinnen. Wurde von einem seltsamen Blitz getroffen und es ist in Rage verfallen. Oje, deshalb sollten wir nicht auf diese verfluchte Insel kommen. Ach so ein Mist. Bis eben lief alles noch reibungslos und dann macht dieser jetzt nicht mehr seine kleinen Nervenzwerg als zunichte. Verschwinden wir von hier, Schwester. Nicht ist es wert, sein Leben dafür zu riskieren. Jetzt haut er ab, natürlich. Wartet gefälligst, das ist alles eure Schuld. Anna, wir können hier auch nicht bleiben, sonst stürzt sich Akani noch auf uns. Machen wir uns schleunigst auf die Socken, Shinichiro. Das wirst du wegen Fukano und nein, wegen Akani unternehmen. Ich bin seine Wächterin. Es ist meine Pflicht, das Kleine unter Einsatz meines Lebens zu beschützen. Was können wir tun, um Akani zu besänftigen, Shinichiro? Wir brauchen Ruhe, Gewaben. Ella, was redest du da und wieso bist du überhaupt hier? Na hör mal, ich bin immer noch das Oberhaupt des Perlclans, Rani. Eben habe ich es noch nicht durchgehen lassen, aber ich heiße Rana, nicht Rani. Du solltest mich nicht so nennen. Aber ja, natürlich, die große Perle, die mit ihrer Elysienflöte ein Pokémon rufen und überall in Hisui auftauchen kann, natürlich haben sie dich zum Oberhaupt gewählt. Dann solltest du dir ja nicht verwundern. Solltest du dich ja nicht wundern, dass ich mich auch mit Rage geraten, Königen und Königinnen ein wenig auskenne. Mit einer besonderen Methode, um sie wieder zu besänftigen, die Ruhegaben.
Dafür kombiniert man die Lieblingsspeisen des Pokémon und wirft sie ihm in ein Säckchen zu. Richtig, Shinichiro? Yes. Ey, wenn das so ist, kann ich auch Fukanos Lieblingsspeise geben. Ich trage mir immer etwas davon mit mir herum. Ihr wisst schon, für den Fall, dass er was mit seinen Flammen mal wieder bei der Herstellung von Mr. Magnus Lieblingsspeise hilft. Du bist einfach auf jede Situation vorbereitet, Suzuki. Dann lasst uns dieses Ding herstellen, das ihr Ruhegabe nennt. In Ordnung, gehen wir ans Werk. Fertig, damit hätten wir jetzt die Ruhegaben. Sag mir bitte Bescheid, wenn du dich um den König stellen willst. So, meine Lieben. Und wie ihr es so kennt, ist hier dann wieder der Zeitpunkt gekommen, wo man das Video endet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Mir hat Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt mega auf den Kampf mit Akani. Ich finde, Akani sieht mega cool aus, das Neue. Und bin mal gespannt, wie der Kampf ist. Wir sehen uns bei dem Kampf auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Lasst doch ein Like, ein Abo und ein freundliches Kommentar da, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen, vielen Dank. Lasst auch gern, wie gesagt, Wünsche da. Lasst Kritik da, damit ich mich bessern kann. Auch wenn in Sachen Let's Plays und so weiter. Ich will ja da wieder anfangen mit YouTube und so. Ich mache ja schon Twitch eine Zeit lang. Das ist ganz anders als YouTube wieder. Lasst mich das gerne wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und haltet die Löffel steif. Bis dann, euer Shinichiro. Bye!